Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 4, liebe Leute. Ihr seht es, jetzt wird es hier gleich Nacht und wir sollten ja bis zur Nacht hier zu unserem Basiscamp zurückkommen. Das war ja so die grundlegende Regel. Ja, und da sind wir jetzt auch wieder. Es tut es halt, dass wir runterticken, bis der Tag vorbei ist. Dies ist ja jetzt nämlich auch. Und wir laufen zurück. Oh nein. Wir haben einen Pikmin bei Sonnenuntergang verloren. Möchtest du die Zeit zurückdrehen und es noch einmal versuchen? Nö. Wie beenden Expedition? Es ist zwar einer verloren gegangen, aber nur einer. Es ist ein tragischer Verlust, ganz klar. Aber könnte ich immer alle mitnehmen, weil es ist schön. Und das ist hier tatsächlich leider Gottes auch, nur mal Fakt. Auch wenn es jetzt tatsächlich ein bisschen hart ist. I know. Aber so ist das halt. Abschlussbericht Tag 4 gerettet. Haben wir Snorst und Keines. Wir haben einiges an Glycerum gesammelt. Das ist sehr schön. 1490 haben wir jetzt. Haben sind von 13 auf 30% einen Fortschritt gemacht. Das ist doch sehr super. Ich kann es immer noch daran glauben, dass Captain Olimar nicht der einzige Strandete auf diesem Planeten ist. Nun, Captain Olimars SOS-Signale wurden durch den gesamten Weltraum übertragen. Daher ist es wenig überraschend, dass es auch Abenteuer angelockt und zu einer Reise hierher verleitet hat. Und als Rettungscrew ist es nun unsere Pflicht, jeden einzelnen von ihnen zu retten. Mir gefällt der Enthusiasmus. Je mehr Leute wir retten, umso mehr treten wir uns allerdings im Basiscamp auch gegenseitig auf die Füße. Colin, bitte erarbeite einen Plan, wie wir das Basiscamp erweitern können. Verstanden, Zephyn. Die Liste der Sachen, die ich zu erledigen habe, wird länger und länger. Okay. Da würde ich vorschlagen, geht's mal los in den nächsten Tag, ne? Rettungsmission, Tag 5. Geht jetzt los. So. Unser Gutachter Snotzwetter, er möchte etwas mit dir besprechen. Wer ist denn das jetzt? Ist das der hier? Nee, das ist Labor. Ja, wer ist denn der Gutachter? Ach, was das ist, was ist mir eigentlich auch wurscht, ehrlich gesagt. Schauen wir mal ein paar Pikmin. Dann haben wir mal zwei von denen, weil die sind wirklich gerade rares Gut. Von denen können wir ein bisschen mehr. Den Rest füllen wir jetzt damit. Ich glaube, der war der Pikmin. Perfekt. So. Genau, die werfen wir mal alle ab. Also was haben wir ja festgestellt. Bringt das Licht jetzt wieder neue Pikmin und das ist ja sehr wichtig. Ach ja, die erste Höhle. Das war noch Seiten. Ah, ich glaube, der da hinten ist es, oder? Tanzkatalog, keine Ahnung, sagen wir nochmal. Doch, ist eine nette Sache. Ich bin dir sehr dankbar. Ich bin dir also dankbar, dass du mich gerettet hast. Ich bin ehrlich gesagt immer noch ganz durcheinander. Eigentlich habe ich mich nur für die seltenen Sets hier interessiert, aber eine Bruchlandung war nicht geplant gewesen. Verständlich. Oh, Verzeihung. Mein Name ist Snotz und ich bin Satzgutachter. Ich halte meine Erkenntnisse gerne in einem Katalog fest. Set zu ansehen.
Ah, interessierst du dich also für meine Sätze? Dann wäre ich sehr erfreut, wenn du dir meinen Satzkatalog ansehen könntest. Es ist leider so, dass ich alle Daten verloren habe, als ich auf diesem Planeten gestrandet bin. Wenn es dir nichts ausmacht, würdest du mir erlauben, alle Sätze zu begutachten, die du sammelst? Du könntest mit deiner Hilfe sämtliche Satzdaten in meinen Satzkatalog zusammenstellen. Mit deiner Mühe sollst du auch Belohnung erhalten. Du müsstest mir nur über deine Funde auf dem Laufenden halten. 50 Sätze sollen wir sammeln. Okay, wir haben jetzt erst 13, aber wir sammeln einfach weiter. Ding, aber ist in der Katalog bei manchen, die hier, das Ding kann man beispielsweise begutachten. Eine Erdbeere, aber das weiß ja keine Sau, dass es eine Erdbeere ist. Nee, von oben. Cool. Boah, ist denn gut gemacht. Was man jetzt alles sehen kann. Na gut. Okay. Komm wieder gern vorbei, wenn du einen Blick in deinen Satzkatalog werfen müsstest. Okay, das ist doch mal gut zu wissen. So, ich sehe gerade, hier gibt es noch viel mehr zum Machen. Kann man immer am Beginn von einem jeden Tag machen. Das ist bestimmt ganz nett. Genauso wie hier. Zack, boom, bang. Dies bringen wir jetzt mal alles zur Basis. Let's go. Ah, das Spiel macht Bock. So, das war ja der andere Dude, den wir gerettet hatten, ne? Das war Kines. Hallo, mein Name ist Kines. Keines, keine Ahnung. Beruf bin ich Florist. Eigentlich bin ich zu diesem Planeten gereist, um seltene Blumen zu finden, aber dann ging auch hier alles schief. In einem Moment betrachtete ich noch eine wunderschöne Knospe, im nächsten bin ich plötzlich gestrandet. Also, zwar Schluss mit Abenteuern, ich habe erstmal genug von meinen Kunden. Verständlich. So. Also, was gibt's Neues im Labor? Zweifelsohne wäre deine Mission ohne meine Hilfsmittel und Items zum Scheitern verurteilt. Dafür garantiere es. Labor. Da legen wir mal los. Okay. Warte mal, Erkundungsdrohne. Es empfiehlt sich, das Gelände aus jedem Winkel zu erkunden. Das ist cool. Aussendehorn, damit. Also das nehmen wir einmal aus Seenfall, die Drohne. Schatzanzeiger. Dieser Sensor findet nähere Sätze und Gestrandete. Okay, das ist schon sehr geil. Aha, dieser Elektronenschutz wirkt isolierend. Die Angst vor Blitzen hat ein Ende. Boah. Müssen halt auch viele von Materialien sammeln. Ich glaube, das Aussendehorn ist nicht so wichtig. Schatzanzeiger ist das ein wichtiger. Aber ich glaube, der Elektronensatz ist meiner Meinung nach noch wichtiger. Denke es. Den machen wir uns einfach. Vielleicht war das auch kompletter Nonsens, aber wir wollen es mal probieren. So. Also, das ist ein Otzin-Training. Jetzt haben wir doch mal, was wir da noch machen können. Wir trainieren weiter. Es ist immer so Phasen, bevor es mit der neuen Mission weitergeht, können wir trainieren. Das ist ja höchstens, glaube ich, ganz sinnvoll. Mit der Kraft von 10 Pikmin sollten Transport und Erkundung nun um einiges schneller laufen. Okay, wir haben 2, die wir also investieren können. Diese Hubs ist um einiges stärker. Und Sprint auf diese Stufe. Okay, da können wir auch noch was machen. Okay, da wird die Selbstheilung besser. Ich glaube, das wird...
Ach so, das kann man doch gar nicht machen, oder was? Ach so, ach, dafür braucht man dann drei allein für die erste Stufe. Nee, dann warten wir das selbst noch ein bisschen ab. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die ich glaube, ist für ganz sinnvoll halte. So, wenn es hier nichts mehr zu tun gibt, sammle ich mal die Pigments auf und dann darf es einfach nur so ein, ja, Überlaufpart, so ein Skip-Part, kann man auch sagen. Also, wenn müssen wir sie zwangsweise gesehen haben, sage ich es mal. Und im nächsten Part geht es dann mit dem Tag 5 so richtig weiter auf der Mission. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, von dem mal ein bisschen kürzeren Part. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao! Thank you.